Und damit willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir waren letztes Mal da oben im Ödsturzhügelgrab unterwegs und haben eine goldene Klaue zurückgeholt für einen Händler hier. Und jetzt folgendes. Wir haben, wie viel Uhr? Es ist 9:30 abends. Ich würde hier in Flusswald doch gerne nochmal eine Runde pennen und mit den Leuten quatschen. Was tue ich hier überhaupt? Warte mal. Wo waren sie? Nein, hier nicht. Wo waren die Quests? Ah, hier. Geht auch über J, alles klar. Von Sturm, das sind die abgeschlossenen. Schließt sich im Aufstand. Ja, von Weißlauf. Okay, wir haben hier eigentlich nichts mehr. Ihr habt also einen Drachen gesehen, ja? Sagt, wie sah er denn aus? So groß wie ein Haus? Ich möchte nicht wirklich darüber sprechen. Noch viel größer, so groß wie das Gasthaus. Vielleicht werdet ihr bald selbst ein zu Gesicht bekommen. Helgen ist nicht weit. Wir machen das hier. Unglaublich. Das muss ein unvergesslicher Anblick sein. Nicht, dass ich wirklich einen sehen wollte, wisst ihr? Ich hoffe, dieser Drache bleibt weit weg von hier. Ne. Ich glaube, der wird noch früh genug hier sein. Können wir hier Holz sägen, oder was? Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Und das können wir dann hier irgendwie verkaufen. Habt ihr hier in Flusswald was zu erledigen? Hm? Es gibt schlimmere Dörfer. Bringt nur nicht viel, glaube ich. Wenn ich mich... Bin immer noch da. Wenn ich mich recht erinnere. Lass mich mal hier durch. Ach. Wenigstens ist der verdammte Krieg. Geh ich eben hier lang. Noch nicht. Mhm. Plong. So, da kommt unser Holz. Und das kann ich jetzt nehmen? Huch. Was war das? Ja, hat gut geklappt, auf jeden Fall. Das, wundervoll. Müssen wir wohl doch weitergehen. Oder aber wir gucken mal hier im Gasthaus. Vielleicht kriegen wir ja da irgendwas an Aufgaben erteilt. So. Ordner, hört ihr zu? Embry? Es ist schwierig, was wollt ihr? Hier, ich gebe euch einen aus. Habt ihr Bier oder Met? Geschenk geben. Altowein, Bier, Met, Wein. Ja, hier, komm, kriegst du ein Bier. Komm, und Met auch noch. Also gut. Ja, das Bier wird schlecht. Ja, und nu? Ihr habt offenbar mein liebster Saufkumpan. Besorgt mal ein wenig Met. Kannst du vergessen? Alter Schluckspecht, ich hab dir schon was gegeben, hast noch nicht mal Danke gesagt. Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Hallo, Orgner. Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delphine. Ich suche nach Arbeit, wisst ihr was? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Karte aktualisiert, Kopfgeld hinzugefügt. Tötet den Banditenanführer in Redorans Zuflucht. Ja, sehr gerne. Cool. Und wir fragen ihn auch mal nach Gerüchten. Man flüstert sich einiges zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Sprich mit Aventus Aretino. Die also gut. Dunkle Bruderschaft. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt.
Ich habe hier überhaupt nichts gemacht. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Helgen soll von einem Drachen angegriffen worden sein. Das sind doch alles Hirngespinste. Ja, ja, ist klar. Du hast natürlich Ahnung. Ich war dabei. Yay, Party! Ja. Toll. Wenn ich komme, hört es Sven auf. Ach ne, er holt ja die Trommel raus. Cool. Na gut. So, ich will mal gerade schauen. Schriftrollen oder das. Amethyst, Drachenstein. Ist es bei Büchern? Ja, Tatsache. Im Namen von Balgruf der Ältere an alle fähigen Männer und Frauen von Weißlauf. Die Banditen in Redorans Zuflucht belästigen, berauben und attackieren Bürger wie Besucher. Wer ihren Anführer tötet, wird eine Belohnung erhalten. Das klingt gut, das machen wir. Wenn ich es denn hinbekomme, die Quest aktiv zu schalten. So, okay. Zack. Ist nicht immer ganz so einfach. Und besonders, das ist blöd mit Fallout und Skyrim mit der Steuerung. Ich muss mir das echt demnächst mal gleich schalten. So, da oben. Das ist natürlich ein gutes Stückchen weg, ne? Wäre es dann nicht sinnvoller, wenn wir zuerst in Weißlauf gucken? Ich glaube ja. Ich denke nicht, dass wir jetzt hier noch großartig Quests haben. Das ist der Alvor, oder? Jo. Auch die eine neue Klinge? Ich guck mal gerade hier drüben. Aber wir können ja nicht einmal bei den Leuten in die Hütten reingehen. Außerdem ist das eh Feendals Haus. Was wollen wir bei dem? Nichts. Komm, wir machen uns auf den Weg nach Weißlauf. Hallo, Stump! Ja, feiner Hund. Hier. Na los! Ach nee, warte mal. Bevor wir das machen... bevor wir das machen, verkaufen wir noch mal ein bisschen Zeug beim Alvor. Gold haben wir 1660, das heißt, wir können uns auch noch ein paar Rüstungsteile kaufen. Ich gehe jetzt einfach mal bei denen rein. Kann ich euch helfen? Und hau mich bei denen ins Bett. Geht nicht. So, noch mal Glück gehabt. Dann sprinten wir halt hier hoch zum Ralof. Och. Hier dürfen wir ja im Bett schlafen. Kann ich euch helfen? Nö. Alles gut. So. Machen wir... Ja, Viertel vor acht. Du wachst auf und fühlst dich ausgeruht. Ich habe euch doch gesagt, dass meine Schwester uns helfen würde. Ja, weiß ich mittlerweile. Ich helfe gerne, wie und wo ich nur kann. Mhm. Wenigstens ist der verdammte Krieg nicht bis hierher vorgedrungen. Noch. Ich wollte gerade sagen, warte mal ab. Das kommt alles noch. Jawohl. So, Alvor, komm schon. Ich guck mal gerade, ob wir hier irgendwas Schönes machen können. Beschlagen. Ach so, wir können nur Eisen machen, alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar.
Ja, das lohnt sich natürlich dann nicht. Ich meine, wir könnten jetzt natürlich hier die Rüstung nochmal verbessern. Das dürfte gehen. Wenn wir den Stahlbarren hätten. Haben wir aber nicht. Da brauchen wir auch Stahlbarren. Ach, das gibt's doch nicht. Die liegen hier auch einfach rum, aber... Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist. Komm, geh da hin! Kann ich es schmieden. Das war schon früher bei Skyrim, also in der Originalversion, immer so blöd. Man musste wirklich immer warten, bis er hier... Bis er hier seinen... Braucht ihr eine neue Eisen oder Stahl, ersten ist, Arbeitsschritt getan hat. Na, Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. So, wir gucken mal. Bekleidung. Stahlschild, das haben wir noch gar nicht. Ach doch, das ist unseres. Die wollten wir behalten. Und hier hatten wir, glaube ich, auch nichts Besonderes. Das können wir noch einschmelzen, aber das geht erst in Weißlauf. Soweit ich mich da erinnere. So. Stahlkriegshammer, Stahlpfeil, Stahlschwert. Hat er denn, warte mal, Bekleidung? Oder hierbei sonstiges? Hier können wir doch bestimmt, hier können wir Stahlbarren kaufen. Warte mal. Stahlrüstung. Rüstungswert plus 9. Kostet 836. Boah. Komm, was soll der Geiz? Komm, kaufen wir die auch noch. Und dann kaufen wir... Wie viel brauchen wir da zum Verbessern? Jeweils immer eins, glaube ich. Ich kaufe mal gerade 4 Stück. So. Ja. Das Ding und das Teil hatten wir gar nicht ausgerüstet. Okay. Merkwürdig. Ich könnte euch ein... Wollt ihr euch schützen? Oder Schaden austeilen. So. Die können weg. Die kann auch weg. Und dann sind wir fertig. Mhm. Dann verbessere ich unseren Bogen. Boah, das, was? Ah ne, ein Stahlbarren. Ich dachte schon 4. So. Seid ihr eher von der heimtückischen Sorte? Bin immer noch da. Ich habe hier auch ein paar nette Dolche rum. Ach, ein Dolch. Wer braucht das denn? So, hier könnten wir dann jetzt auch noch verbessern. Weißt du was? Komm, wir machen das gerade. So. Ach hier, ja. Sehr witzig, da, die haben wir gekauft. So. Jetzt ziehen wir dann endlich los. In Richtung Weißlauf. Oh Mann. Also ich muss sagen, ich muss mich mit der Steuerung erst noch anfreunden wieder. Haben wir hier irgendwo einen Nierenwurz? Ach, wie geil. Ach, wie geil. Guck mal einer an. Sehr schön. Das ist wieder der Vogelbaum hier.
Da hängt ein ganzer Vogelschwarm drin. Ich setze mich mal gerade anders hin. Sind wir hier richtig? Jo, wir folgen einfach hier dem Flusslauf. Wir lassen den Elch hier leben, oder was das auch immer ist. Den Hirsch. Und da hinten sieht man schon Weißlauf. Ist ja gar nicht mehr so weit weg, ne? Ui! In your face! Danke. Danke, danke, danke. Mein lieber Feendall. Den Pelz nehmen wir mit. Hier runter. Weißt du, was ich gerade nochmal mache? Ich mache die Musik doch nochmal so. Ja, so, komm, ist gut. So einen kleinen Tacken lauter. Ach, wie cool. So, das sind kaiserliche Soldaten da unten, so wie es aussieht. Ich hoffe, die lassen uns in Ruhe. Die haben einen Nordgefangenen dabei. Soldat der Sturmmäntel. Das geht euch nicht. Ich warne euch, Bürger. Ihr mischt euch in Angelegenheiten des Kaiserreiches ein. Schert euch davon. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmäntel erwartet sie. Gefangene befreien. Befreien und Gegenstände aufteilen. So. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. So, lebt er noch oder ist er... Ich glaube, da rennt er gerade weg. Na gut. Honig-Nussschnitte. Lecker. Stahldurch, Kleidung. Kaiserlicher Bogen. Schaden, plus 10. Wert 90. Amulett von Akatosh. Brauchen wir ganz dringend. Weißt du was? Die leichte Rüstung nehme ich mal gerade mit. Und das Ding auch. Damit wir so ein bisschen wenigstens zu verkaufen haben. Ach ja, wie schön. Wie schön. Ah, geil. Wie toll es ist, wieder hier zu sein, echt. Ach, und da die Fische. Ah, guck mal. Was ist das hier? Eine Lehmgrube. Lehm 4 hinzugefügt. Nochmal 4 Lehm. Und nochmal 4 Lehm. Na, jetzt reicht's aber langsam hier. Okay, es scheint einen unendlichen Lehmvorrat hier zu geben. Kinder, hilf mir mal. Danke.
Gut, komm, genug Lehm geholt. Ja, ja. Ist da unter der Brücke irgendwas? Irgendwas hat hier gerade gebrüllt. Ich weiß noch nicht was. Merkwürdig. Eisfurchenhof. Okay. Das klingt irgendwie merkwürdig. Aber gut, ne? So, wie kommen wir denn jetzt hier überhaupt rein? Da vorne müsste der Eingang sein. Ist er ernsthaft ein Riese? Ich glaube ja, ne? Da können wir doch nicht einfach so vorbeigehen. Wir helfen! Zack! Huh, wer seid ihr denn? Ihr schlagt euch wacker. Aus euch könnte noch ein anständiger Schildbruder werden. Was ist ein Schildbruder? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Aha, aha, aha. Das klingt nach reiner Zeitverschwendung. Kann ich euch beitreten? Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Sprich mit dem Anführer der Gefährten. Das werden wir tun. Ich glaube, die Gefährten, das war so ein bisschen hier die Kriegergilde. In Himmelsrand, wenn ich mich recht erinnere. Pelagierhof. So, wir gehen jetzt erstmal rein und berichten dem Jarl. Soll ich euch mitnehmen? Nö, gerade nicht. Stelle von Weißlauf entdeckt. Quicksave. Was ich mich gerade frage, wie viele Stahlpfeile haben wir denn eigentlich jetzt? 39, können wir die eigentlich auch nehmen? Anstelle der Nordpfeile. Dieser Krieg ist genauso dumm wie unsere Fehde mit der Graumähnenfamilie. Was? Die Graumähnenfamilie? Mein Gott, was ist das lange her, ey? Als ich hier das letzte Mal war. Unglaublich. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Flusswald bittet den Jarl um Beistand. Ich habe Nachrichten von Helgen über den Drachenangriff. Tretet beiseite, sonst... Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Danke. Ein erfolgreicher, mächtiger Angriff kann Gegner zurückstoßen, wenn dieser nicht blockt. Ah, wie schön. Diese kleinen Tipps während dem Ladebildschirm. Ich hab's ja schon fast vermisst. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel.
Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. So, und da hinten sieht man schon. Hier können wir das ganze Erz einschmelzen. Genau, Eisenbarren. Geht das auch so ein bisschen schneller? Geht natürlich nicht schneller. Ah, wohl doch. Okay. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Machen wir gleich. Eins nach dem anderen. Erstmal ab zum Jarl. Mit Banditen komme ich gut zurecht. Aber Drachen, die Welt ist verrückt geworden. Ja, das kannst du aber laut sagen. Gebt mir euer Geld. Ich habe kein Geld. Geld, wer hat das schon? Ich habe auch kein Geld. So, hier müssen wir hoch. Unglaublich. Da drüben ist, glaube ich, das Hügelgrab, ne, wo wir waren. Drachenfeste entdeckt. Wir sollten vielleicht auch mal speichern. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgroof empfängt keine Besucher. Ich habe Nachrichten von Helgen über den Drachenangriff. Gerdo hat mich geschickt, Flusswald ist in Gefahr. Als Huskarl befasse ich mich mit allen Gefahren, die dem Jarl oder seinen Leuten drohen. Ihr habt also meine Aufmerksamkeit. Nun erzählt. Ein Drache hat Helgen zerstört. Ihr wisst etwas über Helgen? Der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Kommt. Danke. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden. Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit. Aber es geht mich nichts an, wen die Kaiserlichen hinrichten wollen. Insbesondere jetzt. Was ich wissen will, ist, was genau ist in Helgen passiert? Der Drache hat Helgen zerstört und das Letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung davonflog. Bei Ismir, Irelit hatte recht. Was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr. Der Jarl wenn von dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt, begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Im Ödsturzhügelgrab waren wir doch schon, aber gut. Ich folge ihm mal. Und es ist ganz lustig, er hat dieselbe Stimme wie der Ralof. Und der Kerl mit der Glatze daneben ihm hatte dieselbe Stimme wie der Wilddieb am Anfang. Das, ja. Fällt mir auch jetzt zum ersten Mal auf. Faringar.
Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Sagt mir, was ich einfach, was ich für euch tun soll. In Ordnung, wohin soll ich gehen und was soll ich holen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Ja, war wirklich einfach. Hier, ist das Ding. Ah, der Drachenstein aus dem Ölsturz-Hügelgrab. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Und was ist jetzt mit meiner Belohnung? Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. Einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen. Das hoffe ich aber auch. Farengar! Wer kommt denn da angewackelt? Farengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Dann mal los. Ja. Helgen, von einem Drachen vernichtet. Das ist kaum zu glauben, oder? Irelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden. Diese ganze Herumsteherei ist doch so schneller als alles, was ich Sturm entgegen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irelet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irelet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Karte aktualisiert. Pelzhelm der geringen Veränderungen hinzugefügt. Nein. Triff Irelet in der Nähe des westlichen Wachturms. Ich möchte, dass ihr hier bleibt. Ich habe gesehen, dass ihr dem Jarl geholfen habt. Wenn nur alle Bürger von Weißlauf so heldenmütig wären. Wie ihr befehlt. Noch etwas, Irelet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Okay, dann folgen wir ihr einfach mal. Diese ganze Herumsteherei ist doch Mist. Wir sollten den Kampf zu den Sturmmänteln tragen. Lasst mich raten, jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Penner. Oder warte, wir quatschen kurz mit ihr. Wir treffen uns beim Wachturm, sobald sich die restlichen Männer gesammelt haben. Alles klar. Ich speichere kurz. Ein kurzer Blick auf die Karte und... Oh Gott. So weit... Na gut. Vorwärtsmarsch, würde ich sagen. Da
Dann machen wir das jetzt noch. Hui! Okay, Geld haben wir ja sowieso keins. Sonst hätte ich gesagt, gucken wir mal unten bei der... Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Bei der Schmiedetante hier. Aber wir haben ja nichts. Bringt uns nichts. So. Das ist Elit. Und wir müssen dahin. Hinten sieht man auch den Wachturm schon. Hui! Aber es ist kein Drache zu sehen. Vielmehr noch nicht, wahrscheinlich. Das Wasser sieht schon cool aus. Muss man ja sagen. Okay, der Drache war schon da. So wie es aussieht. Ach, da drüben sind sie. Oder halt auch eben nicht. Kollegen? Wo bleibt ihr? Ach, da kommen sie. Na, ja, sieh mal einer an. Wie sie daher watschelt. Sieht schon sehr albern aus. So, seid ihr auch mal endlich da, hä? Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Lebt hier noch jemand? Westlicher Wachturm entdeckt. So, da oben kommt jemand. Er kommt zurück. Da kommt er. Bildet Deckung und lasst den Pfeil ins Schwanz. Wo? Oh! Töte den Drachen. Ja. Das werden wir tun. Feuer! Boah. Okay, wir wechseln mal. Und stürzen uns in den Nahkampf. Na komm her. Hui. Feuer. Er sieht schon ganz schön fertig aus, ne? Oh. Angriff. Jawohl. Untersuche den Drachen. Wir haben es geschafft. Und da löst er sich auf. Und seine Seele fährt in unseren Körper.
So, Drachenknochen, die nehmen wir mit. Und die Schuppen nehmen wir auch mit und dann können wir uns nicht mehr bewegen. Yay, toll! Scheiße. Warte mal. Gewicht 12, kaiserlicher Bogen, Gewicht 8. Ich mach das Ding mal weg. Zack. Dann sind wir immer noch überladen. Schön. Oh Mann. Gut, komm. Futtern wir mal ein bisschen von den Zutaten hier. So. Okay. Drachenseele, unter Schreie im Magiemenü kannst du den Schrei unerbittliche Macht ausrüsten. Wort der Macht gelernt, Kraft unerbittliche Macht. Optional, setze deinen neuen Schrei ein. Moment. Hier geht das, ne? Ach, den haben wir schon gelernt, okay. Y zum Schreien. Fuß! Stimme? Hier? Wie sie da stehen. Das war der brenzligste Kampf meines Lebens. Und ich habe schon viele erlebt. Ich weiß nichts über diese Drachenblut. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Drachenblut? Wovon redet ihr? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ja, kann sein. Ich denke, ihr könntet recht haben. Ja, das glaube ich auch. Ihr könnt jetzt schreien. Das kann nur eins bedeuten. Ihr müsst ein Drachenblut sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden, wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sagt doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen, und das verstehe ich auf jeden Fall. Was für heilig ist! Was für ein Schrei! Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskarl. Ihr seid kein Nord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. So, jetzt ist aber gut hier. Jetzt gehen wir mal zurück zum Jarl. Und berichten ihm von unserer großen Tat. Falsch! Falsch! Ja, hier lang. Oder? Das ist
ganz normal hier. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur dass er ein Freund von euch sei. Das war's dann wohl. Ich muss los. Gut, danke dir. Den Brief lesen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt erstmal ab zum Jarl. Und zu irgendeinem Händler, wo wir Zeug verkaufen können. Und aus den Drachenknochen und aus den Drachenschuppen, da lassen sich dann auch Rüstungen draus schmieden. Euch wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also kehrt um und geht dorthin zurück, wo ihr herkommt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Mir ist es egal, was ihr macht. Nach all dem, was geschehen ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ich euch nicht ins Gefängnis werfe. Und jetzt verzieht euch. Wir kommen wieder. Es ist noch nicht vorbei. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Wen sucht ihr denn? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwardone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Alles klar. Wen sucht ihr nochmal? Warum sucht ihr diese Person? Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Okay. Früher oder später finden wir sie. Aber ihr macht nicht so den netten Eindruck, ne? Also ich weiß nicht, selbst wenn ich die Person finden würde, würde ich sie vermutlich nicht verraten. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Ja. Wenn ich eines Tages löblich. Ach, wie geil das einfach aussieht. Also ich muss sagen, ich bin begeistert für meinen Teil. Ich finde das richtig cool, was sie da draus gemacht haben. So. Und wir haben schon wieder fast 50 Minuten. Ich glaub's nicht. Ich glaub es einfach nicht. Gut. Ihr seid endlich hier. So, Jarl. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Es hat sich herausgestellt, dass ich ein sogenanntes Drachenblut sein könnte. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir aufgenommen. Also ist es wahr. Die Graubärte haben euch tatsächlich herbeigerufen. Die Graubärte? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Was wollen denn diese Graubärte von mir? Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Ja, doch, hab ich. Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochrodgar gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Teba Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Thanos von Admora war. Honga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Fuß! Ups. Ich wollte doch nur... Ah,
nein! Ich wollte doch eigentlich nur so fähig er auch sein mag, ich zeigen, dass ich Anzeichen dafür, dass er Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Runga, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas. Genau. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt. Es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodgar aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Nö. Hochrodgar ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrodgar. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann, zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Zurück zur Tagesordnung. Ich glaube, bei ihm konnten wir ein Haus kaufen, ne? Jarl Baldruf als Vogt. Oh Gott. 5000? Mhm. Schon nicht so ganz, ne? Und jetzt habe ich hier so eine blöde Axt bekommen. Boah. Die blöde Axt ist gar nicht so schlecht. Steckt das Ziel für 5 Schadenspunkte im Brand. Brennende Ziel allein so den 121 Wert. Besuch in Drachenfeste. Ich bin direkt hinter euch. Was soll ich nehmen? Gut. Er kann auch noch Sachen nehmen. Das ist gar nicht so schlecht. Dann kriegt er mal kurz hier... Was bekommt er denn mal von uns? Nein. Geben. Genau. Ihr geht vor. Ich folge. Achso, jetzt nutzt er die. Naja. Okay. Das sollte er eigentlich nicht tun. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Na gut, bevor wir hier jetzt gleich wieder eine Stunde haben, würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal hier Schluss und in der nächsten Folge, oh Gott, wir haben so viel zu tun. In der nächsten Folge machen wir das hier mit dem Banditenanführer und dann verkaufen wir ein bisschen Zeug unten in der Schmiede und dann quatschen wir da unten mit der Lydia und machen dies und das und jenes. Also, bis morgen, ciao.